Einen wunderschönen Sonntag zusammen. Februar steht wieder ein geiles Wetter. Heute ist etwas kühl wie letzte Woche, aber man kann trotzdem ein wenig mountainbiken. Heute habe ich Gesellschaft, fährt Stefan mit und noch eine dritte Person. Ich fahre jetzt zu ihnen, zu denen und hole die beiden dort ab. Also, bis gleich. Es ist halt immer schwierig, weißt du? Am Sonntag ist es halt dann. Ich weiß nicht, ob nachmittags besser geworden ist, aber früher war das immer schlimm. So, schauen wir mal. Ja genau, weil im Endeffekt, letztes Jahr bin ich auch Richtung Izmir und das hat auch irgendwie zwischen 30 und 40 Minuten immer gedauert. Ja. Und dann auch so um die 250, 300 ja. Höhenmeter. Genau. Also im Endeffekt bin ich... Genau, okay. Ich habe ja zwei Runden eigentlich gemacht, weißt du, und da war schon theoretisch etwas aus, weil ich meine, das ist schon etwas steil gewesen. Also wir haben auch noch nicht mehr als zwei Runden gemacht, aber das ist schön, das ist einfach cool, weil ob du zwischendurch quasi schon mal eine Abfahrt hast und wenn du jetzt abends unterwegs bist, geht das Licht ja normal trotzdem immer schlechter. Ja. Da gibt es auch halt, da bin ich auch gefahren. Aber sonst bin ich ja letzte Woche mit dem Lapierre gefahren, das war auch richtig geil, weißt du? Das ist schon ein gutes Bike, aber im Vergleich zu diesem, das ist ein komplett anderes Feeling. Der ist irgendwie... Ja, genau. Weil ich meine, der ist irgendwie viel weicher, obwohl der ein bisschen gleich, sagen wir mal, die gleiche Einstellung hat. 150 oder 160? Hinten 150, vorne 160. Ich weiß, angegeben ja. Angegeben ist es auf 160, aber es ist 165, aber dadurch, dass ich das halt immer umschalte, ja. Ich fahre ja jetzt auf den flachen Ebenen, fahre ich immer, da habe ich nur 130 mm. Ja. Und mehr gab es nicht mehr dann. Dann machen wir hier links gleich rein. Da geht es normal. Ja, genau. Aber da ist ja momentan zu. Hier links, genau. Ja, ja. Da ist jetzt momentan zu. Ich glaube wegen der Holzfehlung. Ja, da bin ich ja vor zwei Wochen oder vor drei Wochen hier gefahren, da war es zugeschneit. Ja, glaube ich. Ist es ja, ja? Endlich mal in meiner Größe. Weil die vorherige war ein M. Der Trail, ja. Ja, ja, der Trail. Also du kannst ja hier mal ein bisschen Stufe fahren. Ja. Der fährt ja ordentlich. Jetzt musst du treten und dann irgendwann mal hast du dann einen zweiten Trail. Rechts kannst du wegjumpen sozusagen an der Wurzel da. Genau hier. Ja, erstes Feeling ist immer geil. Und danach, wenn du halt so ein paar Mal gefahren bist, ja, ist dann, weißt du, von diesem Kick nicht so dann.
Okay. Es gibt auf jeden Fall geile. Und dann rechts oder so gibt's ja. Ich bin schon mit dem gefahren, also dieses Bergchen, weißt du, der verjüngt sich da unten. Wow. Genau da, schaut mal hier. Und von der anderen Seite, wenn wir dann Schlänge gemacht haben, können wir da auch nochmal runter. Da habe ich in Instagram auch ein Video ein paar Mal hier gepostet. Sicher, hier rumgedriftet. Boah! SRAM ist es Amerikaner oder was? Ja, aber echt, oder? Haben sie in Deutschland entwickelt. Okay. Weil irgendwie habe ich ja Videos geschaut, halt, da war sozusagen deutsch entwickelt, aber wahrscheinlich war das exakt der Idee. Ja. Ja. Zug ist scheiße, ja. Ausgedriftet. So, jetzt ist es einfacher zu pedalieren. Mit der 50er hier hinten, weißt du? Mit dem 50er Kettenblatt geht es viel einfacher. Ich habe vorne, glaube ich, 32. Aber mein Lapierre hat hinten 42 Maximum. Und da bin ich hier immer komplett abgestorben. Jetzt kann ich noch schwätzen. Ja, Ovale habe ich auch gesehen. Habe mir auch überlegt, mal auf Ovale umzurüsten. Links. Dein Bike mal schon. Achso, hast du noch daheim oder was? Nee, kann ich mal ausladen. Achso. Immer besser, bevor man es kauft, aber oder den letzten Mal so raus. Nachher. Ich bin der Laufbahn 30er vorher, nach dem Ding. Aber ich muss ehrlich sagen, bis 28er reicht mir völlig. Ja. Und Oval ist cool. Irgendwann nochmal an so einer harten Rampe sind. Ja. Das Ovale bei den größeren Ketten ist ja nicht so sehr. Weil der immer nur 2 Zehn hoch runter ist. Ja. Yep. Genau, theoretisch schätze ich ja. Wie viel Grad sind bei dir, wenn du mal den Flipchip aktivierst? Von Sattelstütze.
1,5. Ja, bei mir Flipchip ist ja 0,3 eigentlich. Ja, also 3 ist die meiste Schaffung, 0,5. Aber mehr kriegst du gar nicht hin, ohne jetzt wirklich so. Das ist ja schon aufwendig hier. Ja, wenn du einmal üben, runterfahren kannst. Ja. Und da ist ja irgendwo Einstieg. Ja, ja, ich weiß schon. Ich glaub's dir. Das ist so abgefuckt, die Rechnungen, alle, die sind schon Klettersteige runtergefahren. Ja. So, jetzt müsste gleich irgendwo ein Verbindungsstück zwischen Geiswasser nicht. Genau, links. Genau, der führt eigentlich theoretisch von drüben, aber da gibt's ja auch ein Bergchen. Ja. Aber auch gut, also. Also diesen Trail hat mir mein Bruder gezeigt. Das war ja eigentlich auch ganz geil, dann nochmal gereiht die Sachen. Ja. Dann ist es, kann man den Trail ganz gut trainieren. Fußgänger unterwegs sind, dann kannst du ja durch. Der ist relativ lang. Der ist eigentlich relativ lang, aber Berg runter nicht so lang. Alter, wie plusch ist der erst? Wahrscheinlich 20 bis 25% mehr Zeit bis halt allein dadurch. Ja. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall jetzt, was wir heute an Gabeln finden. Gleich geht's rechts rein. Ja. Hallo, viel zu dreckig hier. Wenn keine Leute wenn keine Leute da wären, hätte ich ja vielleicht ein Manual, weißt du, nach hinten und dann auf dem Hinterrad nochmal probiert. Ja, das habe ich gerade eben gemacht. Also das ist die letzte Stütze durch, aber ja. Wenn du keine Geschwindigkeit mehr hast, dann... Ja, wenn du keine Geschwindigkeit hast, dann ist es schwierig. Wir üben das mal schön. Das üben wir, genau. Das ist so eine Sache, wo die gewünscht ist. Hallo. Habe ich noch nicht so, so, jetzt können wir wieder rechts, dann quasi so ein kleines Kreisel machen und dann diesen einen Trail nochmal fahren. Ja. Yep. Also gut. Hallo, danke, Entschuldigung. Also der ist schon auch nicht schlecht, also der, aber weißt du, ist alles gut. Ja, alles ist kurz halt. Ja, ja. Ansonsten halt gibt es ja eigentlich Stefan nichts mehr. Vielleicht wenn sie irgendwann mal Bock hat oder so, weißt du? Das weiß ich ja nie. Ja. Vielleicht wenn sie halt dann irgendwie in die andere Richtung umkippt und sagt ja, nee, ich will jetzt halt unbedingt. Das ist schon ziemlich gut, aber das passt schon sehr gut. Ja. Aber geil, wollen wir demnächst nochmal. Alles klar, Stefan. Schade, dass heute zu kühl war, weil am Mittwoch soll 17 Grad sein. Ja, aber ich fand's okay. Mittwoch oder was? Mal sehen. Ich wegen der Arbeit, weißt du, ich habe jetzt momentan so viel
Stress halt. Ja, sonst machen wir halt, wie gesagt, am Abend. Ich war vor zwei Wochen, ich war vor zwei Wochen in Norwegen. Ach so, okay. Geschäftsreise gemacht halt und so, weiß ich. Bin dann zurückgekommen. Ja, dann hast du viel Arbeit liegen, ja. Genau, dann hast du ja dann die ganze Zeit die Anrufe halt, weil die halt neue Softwarehaltung flashen und so weiter. Ich habe ja letzte Woche mich auch nur, glaube ich, drei Tage lang nur in Englisch unterhalten. Weißt du, dann irgendwann mal ist deine Birne auch zu voll. Ja. Auf jeden Fall, Steffen ist jetzt daheim, jetzt fahre ich auch heim, esse was und allen schönen Sonntag noch und wir sehen uns. Ja, ciao alle.